Moin YouTube und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute wollen wir mal ein bisschen Ordnung in unsere Spraydosen bringen und euch erklären, welche Dose für welchen Zweck geeignet ist. Es ist ja nicht so, dass wir keine Spraydosen hätten. Etwas verwirrend hier. Ein Haufen Grundierungen, Lacke und Farbspraydosen. Deshalb bringen wir jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel für euch. Fangen wir mal vorne an. Bevor wir überhaupt über das Lackieren nachdenken, machen wir was? Genau, reinigen. Und womit? Richtig, meistens mit Silikonentferner. Den haben wir nicht nur aus großen 5-Liter-Kannen, sondern auch aus so einer Spraydose. Ist eine echt praktische Sache, überschaubare Menge, lässt sich wunderbar mitarbeiten. Zunächst ganz grundsätzlich. Es gibt viele Materialien als 1K und 2K Spraydosen. 1K bedeutet, in der Spraydose ist kein Härter. Grundierungen trocknen also ausschließlich durch Lösemittelverdunstung. Bei einer Lacksprühdose sorgt ein sogenannter Konverter dafür, dass der Autolack auf der Oberfläche nachher eine harte, glänzende Schicht ergibt. Vorteile: Die Spraydosen sind mehrfach einsetzbar, ziemlich günstig und schön einfach in der Handhabung. Nachteile: Das Material ist zumindest im Autolackbereich nicht benzin- und lösemittelbeständig und langfristig halt nicht ganz so stabil. 2K bedeutet, in der Spraydose ist ein separater Härter, der erst unmittelbar vor dem Lackieren aktiviert werden muss. Vorteile: Das Material ist benzin- und lösemittelbeständig und sehr stabil. Auf 2K-Grundierung kann man sogar spachteln. Nachteile: 2K-Spraydosen sind etwas teurer und können nach der Aktivierung nur einmal verwendet werden. Machen wir weiter mit den Grundierungen. Tja, da gibt es wirklich einige. Grundsätzlich erstmal eine generelle Unterscheidung. Eine dünnere Grundierung wird Haftgrund oder Primer genannt, eine dickere Grundierung ein Füller. So, wir trennen erstmal nach Untergründen. Wir haben auf der einen Seite Kunststoff. Und zum Bearbeiten von Kunststoff haben wir hier unseren Kunststoffprimer. Ein transparentes Material, was ganz dünn aufgetragen wird und nach einer Ablüftzeit mit Grundierung überarbeitet werden kann oder auch direkt mit Lack. Wir haben weiterhin unseren Kunststoffgrundierfüller. Hat im Prinzip die gleichen Funktionen wie der Primer, nur deutlich mehr Schichtstärke und muss nach der Trocknung geschliffen werden. Eine Sonderstellung nimmt hier der MIPA Haftpromoter ein. Der hält auf so ziemlich allem, auch auf blankem Aluminium und ist transparent. Auf dem Haftpromoter kann also direkt mit Klarlack gearbeitet werden. Wir haben weiterhin in der Lackiererei verschiedene Metalluntergründe und GFK. Hier ist der MIPA Edgefiller eine echt universelle Grundierung. Einkomponentig, hält auf Stahl, Aluminium, verzinktem Stahl und GFK. Füllt sehr gut, trocknet schnell und den verwenden wir selbst sehr gerne in unseren Projekten. Einmal ein hellgrau, einmal ein dunkelgrau. Weitere Grundierungen, einkomponentig, wie hier zum Beispiel der Fastfiller, der Rapidfiller, erhältlich in beige oder rotbraun. Und im Bereich Primer haben wir hier halt eben unsere Radex Primer in schwarz, grau und weiß. Das sind echte Primer. Relativ dünnschichtig, die sind etwas dicker und die sind halt eben richtige Füller. Zum Thema Epoxidharzgrundierung. Das ist eine Grundierung, die sehr gut vor Korrosion schützt. Den haben wir hier als 1K-Spraydose, ohne Härter also, und hier als 2K-Spraydose mit Härter. Auf der 2K-Variante könnt ihr sogar Spachtelarbeiten ausführen, wenn sie dann vollständig getrocknet und mit P240 geschliffen ist. Dann habt ihr zwischen eurer Spachtelschicht und dem blanken Karosserieblech einen super Korrosionsschutz. Viel besser geht's nicht. Für Kunststoffe haben wir hier einige Lacke, die vorher keine Grundierung benötigen. Für diese Lacke muss die Kunststoffoberfläche nur mit Silikonentferner oder Isopropanol vorgereinigt werden. Wir haben hier die Farbtöne Grau und Schwarz mit etwas Struktur und 5 weitere Graustufen ohne Struktur, von denen ich hier mal 3 mitgebracht habe. Da sollte für jeden unlackierten Stoßfänger etwas dabei sein. Wenn ihr stärker strukturierte Bauteile habt, könnt ihr vorweg mit einem Strukturspray arbeiten. Aber Achtung, vor Anwendung dieses Struktursprays muss mit einem Kunststofffarbvermittler vorgearbeitet werden. Unsere anderen Spraydosenlacke für die Autofarbtöne unterscheiden wir nochmal nach Zweischicht- und Einschichtlacken. Zweischichtlacke sind Basislacke und werden immer mit Klarlack überlackiert. Immer, ohne Ausnahme, ob sie nur Metalliclacke sind oder nicht. Wenn ihr also einen Metallic- oder Perleffekt-Lack auf eurem Auto habt, geht davon aus, dass ihr mindestens eine Dose Basislack und mindestens eine Dose Klarlack zum Lackieren benötigt. Metallic- oder Perleffekt-Farben können nicht
als Einschicht Acryllack geliefert werden. Bei Uni-Farbtönen, und das heißt lediglich, dass diese Farbtöne keine Metallic- oder Perleffektfarben sind, mehr heißt das nicht. Bei Uni-Farbtönen habt ihr die Wahl. Ihr könnt den Lack als sogenannten Einschichtlack bekommen, also einen Lack, der keinen Klarlack benötigt. Hier könnt ihr wiederum wählen zwischen einer Spraydose ohne Härter, die ihr mehrmals verwenden könnt, und einer Spraydose mit Härter, eine sogenannte 2K-Spraydose, die ihr nur einmal verwenden könnt. Wenn ihr den Härter in der Spraydose aktiviert habt, könnt ihr diese Dose nach etwa 4 Stunden verwenden, danach ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Diese Einschichtlacke, ob nun mit oder ohne Härter, sind nach dem Trocknen glänzend und brauchen keinen Klarlack. Ihr könnt euren Uni-Farbton, wenn ihr möchtet, auch in Basislack anmischen lassen und lackiert dann mit einem Klarlack drüber. Ob das nun besser oder schlechter ist, sei dahingestellt. Gut oder schlecht gibt es in diesem Falle nicht. Beide Beschichtungsarten haben ihre Vor- und Nachteile. Vorteil: Einschichtlack benötigt keinen Klarlack. Damit weniger Aufwand und deutlich preisgünstiger. Vorteil: Zweischichtlack bietet durch den Klarlack einen besseren UV-Schutz, das ist richtig. Ist aber auch deutlich teurer als der Einschichtlack. Zum Thema Klarlack. Auch hier habt ihr noch eine Wahlmöglichkeit. Ihr könnt eine Spraydose ohne Härter bekommen und eine mit Härter. Für diese Dosen gilt das gleiche wie für die Einschicht-Spraydosen, die wir eben besprochen haben. Die Dose ohne Härter ist mehrmals verwendbar und noch etwas günstiger. Die Dose mit Härter ist nach der Aktivierung nur einmal verwendbar. So, wir haben noch andere Produkte aus den Spraydosen. Hier wäre zum Beispiel ein 2K-Löser. Den setzen wir ein, wenn wir mit Klarlack anlackieren. Dieses hier ist ein Spritzspachtel aus der Spraydose, richtig dickes Material. Den könnt ihr über eure Spachtelstellen drüber sprühen, um die Oberfläche perfekt zu machen. Danach wird geschliffen, danach wird grundiert und lackiert. Hier haben wir noch zwei Spezialprodukte, das sind Hochtemperaturlacke. Die können bis zu 800 Grad Celsius ab, also perfekt für den Auspuff oder halt eben für den Ofen. Unter Bodenschutz bzw. Steinschlagschutz haben wir hier als überlackierbares Material in den Farbtönen Grau und Schwarz. Und hier einmal als nicht überlackierbares Material. Achtet bitte darauf, wenn ihr Unterbodenschutz einsetzt. Überlackierbar, nicht überlackierbar. Weiterhin haben wir eine Hohlraumversiegelung. Das ist ein mehr oder minder transparentes Wachs, was nach dem Lackieren in die Hohlräume der Karosserie gesprüht wird. Diese Sprühdose ist recht praktisch, die hat zwei Sprühköpfe. Einmal den Standardsprühkopf für Flächen und einmal haben wir einen Sprühkopf mit einem kleinen Schlauch. Der kann halt eben dann das Hohlraumwachs in Bereichen wie Türschweller, hinter Karosserieabschnitten und so weiter verteilen. Was natürlich in keiner Lackiererei fehlen darf, ist die typische Dose Mattschwarz. Braucht man irgendwie permanent. Das gleiche nochmal in Glanzschwarz. Noch so ein Dauerbrenner ist das Felgensilber. Und wir haben natürlich hier noch ein bisschen Weiß glänzend. Braucht man häufiger als man denkt. Hierzu gibt es auch noch einen Klarlack, den habe ich jetzt nicht mitgebracht. Alles für echt faires Geld zu haben und das sind Spraydosen, die sollte man irgendwie immer im Schrank haben. Und zu guter Letzt unsere Montana Spraydosen. Die sind eher für den Deko-Bereich, aber es gibt richtig coole Effektfarben, wie Rost oder groben Metalleffekt. Das heißt bei uns Rust-Effekt und der grobe Metalleffekt heißt Forging-Effekt. Sieht nachher wirklich aus wie Schmiedeeisen. Weiterhin haben wir die RAL-Palette abgebildet. Da habe ich hier mal drei Farbtöne stellvertretend mitgebracht. Das 1021, das RAL 3000 Feuerrot und was haben wir hier Schönes, das ist die RAL 5010 in Cyanblau. Wir haben fernerhin Tagesleuchtfarbe, Flureffekt, auch in Rot und Orange. Wir haben vier Farbtöne Bremssattellack, da kommt noch ein Rot, noch ein Blau und ein Metallicblau dazu, stellvertretend hier das Gelb. Und wir haben eine große Palette an schönen Metallic-Effekten. Die Farben lassen sich insgesamt sehr gut verarbeiten, decken wunderbar und man kann damit richtig gut lackieren. Wer Größeres vorhat, der kann sich hier mit den Mega Color bedienen. Das sind halt 600 ml Spraydosen, da kann man auch schon mal ein ganzes Fahrrad mitmachen. Auch in verschiedenen Farben. Ich habe hier mal zur Auswahl diese drei Farbtöne mitgebracht. So, das war's auch schon wieder. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick über unsere verschiedenen Spraydosen vermitteln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder drückt den Abo-Button, würden wir uns freuen. Und von unserer Seite heißt es wieder Good Luck und bis zum nächsten Mal.